Nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 wurden tausende Lehrer festgenommen, unter ihnen auch Ömer Şamlı. Trotz schwerer Krankheit wird Şamlı nicht aus der Haft entlassen. Es gibt keine Verurteilung. Er ist kein Selbstmordattentäter. Er hat niemanden getötet. Er hat keine Waffe, sagte der CHP-Abgeordnete Sezgin Tanrıkulu. Der Lehrer müsse bis zu seiner Verurteilung in Freiheit sein, damit seine Therapie weitergehen könne. Dann müsste Şamlı auch nicht dem Tod überlassen werden.